Also es gibt zurzeit ein Thresh-Projekt von der Community. Und das ist auf Zalander Tribe. Blizzard hat alle Transfere nach Zalander Tribe hin und weg disabled. Ja, du kannst hier nicht draufgehen. Du kannst auch wohl nicht vom Zalander Tribe weggehen. Das geht wohl beides nicht. Auch wenn du ihn gekauft hast. Ich bin nur nicht sicher, wie lange dieses Projekt halten wird. Ja, es gibt wohl keine richtig fetten 60er. Es gibt noch keinen Raid, der irgendwie läuft, weil zu wenig Leute da sind auf Level 60. Das Ding ist mit so Community. Es gibt viele Leute, die das jetzt gerade auch so ein bisschen pushen, auch Streamer und auch Streamer und so weiter. Das ist schon eine Süße, ne? Würde ich schon spielen, den Char hier. Es gibt auch viele Leute, die leveln. Sehr, sehr viele. Aber das Ding ist, solche Projekte, die halten immer irgendwie einen Monat. Die halten irgendwie immer einen Monat. Und dann ist das GG. Ja, dann, du sagst ja, auf Hordenseite waren 130 Leute online. Aber wenn du, also für mich, wenn ich jetzt persönlich Classic Thresh spielen würde, dann will ich eine Gilde haben, die raidet. Und mit 130 Leuten online, da wird über, also ihr unterschätzt, glaube ich, wie hart das ist, ein 40er Raid gut zum Laufen zu bringen, mit einer guten Atmosphäre, auf dem internationalen Server. Von den 130 Leuten werden nicht viele Level 60 werden, da wird kaum jemand Level 60 werden. Und das ist normal eigentlich, dass die meisten Leute nicht Level 60 werden in Classic WoW, in Ära WoW. Und dann willst du mit den Leuten noch einen guten Raid bauen. Das wird extrem hart. Ich meine, die Leute werden leveln, klar. Aber die meisten werden aufhören, weiß ich nicht, mit 30, 40. Right. Und da wird es wahrscheinlich nicht weitergehen. Ich würde mir wünschen, ja, dass es was wird, das Projekt. Wenn es was wird, würde ich auch nochmal anfangen wieder hier. Aber wenn ich überlege, es gibt halt viele Leute in dieser Gilde, es gibt diese Fresh-Gilde und was weiß ich, ne? Das Ding ist aber, ich sehe nicht, wie die einen Raid zum Laufen bringen, ehrlich gesagt. Na, mal sehen. Vielleicht wird es eine Gilde geben oder zwei Gilden, die vielleicht raiden. Und dann ist halt das Ding. Dann ist es trotzdem kein richtiges Fresh. Ja, da ist trotzdem alle Raids offen. Du kannst dann trotzdem sagen, okay, wir spielen diese Woche nur Molten Core für einen Monat und dann spielen wir nur BWL. Aber in der Zeit, ja, wo du diese Raids machst, wirst du irgendwie vier, fünf Leute verlieren, dann musst du wieder nachrekrutieren. Irgendwann spielt keiner mehr auf dem Server und irgendwann kriegst du die Raids nicht mehr voll. Also ich bin nicht sicher, ob das klappt hier auf dem Server. Ich genieße vor allem seit langem mal wieder das Questen, da ich noch gar nicht, da denke ich noch gar nicht an Max-Level. Genau, aber ich bin jemand, der denkt an Max-Level. Wenn ich jetzt nur questen wollen würde, ja, wenn ich nur questen wollen würde und irgendwie chillen und questen, würde ich Hardcore-WoW spielen. Weil Hardcore-WoW wäre für mich die beste Questing. Das beste Questing-Gefühl. Ne? Aber wenn ich ein Fresh spielen wollen würde, würde ich halt mit Bezug auf Endgame Naxxramas raiden und so. Nee, das ist der deutsche Server Zalander Tribe. Und spätestens wenn das Projekt tot ist, macht Blizzard eh wieder die Transfere auf. Ja, bin ich mal gespannt. Bei Blizzard weiß man nie so genau, ne? Man weiß nicht so genau. Aber ja, deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig bei dem Projekt und investiere mal nicht meine Zeit da rein. Weil, wie gesagt, wenn ich leveln wollen würde, würde ich wahrscheinlich maybe Hardcore-WoW spielen. Und wenn ich raiden wollen würde, würde ich halt meinen Hardcore-WoW-Char, den würde ich rüber transferieren auf Firemount Darain. Ich habe ja noch mein 60er. Oh, mein Battlemage.